Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen am Dienstag bei YouTube. Das ist eine traurige Zeit, bei YouTube abzuhängen. Das ist für Sie traurig, dass wir Sie jetzt hier am Dienstag vor YouTube erwischen. Für uns mal ein bisschen trauriger, dass wir seit letzten Donnerstag hier bei YouTube auf Sie warten, um eine Runde zu spielen. Meine Damen und Herren, das ist Philipp Möller. Sie kennen ihn alle als Autor dieses Jetzt-Bestsellers Gottlos glücklich, warum wir ohne Religion besser dran wären. Das ist das Buch, was Sie im Vatikan auf dem Scheiterhaufen des Papstes, dem Privatscheiterhaufen des Papstes wiederfinden. Wir spielen eine Runde. Entscheide dich. Wupp, wupp. Philipp Möller, das geht jetzt folgendermaßen. Hier drinnen sind okay. Zufallsfragen. Du ziehst eine Frage, ich ziehe eine Frage. Und was da drauf ist, muss beantwortet werden. Eine Entscheidungsfrage. Man kann sich nicht mit Kompromissen retten. Das hier ist nicht Religion, das ist quasi Wissenschaft. Es geht nur... Ja oder nein? Du bist der Gast, fang gerne an. Okay. Wärst du lieber einer der 12 Jünger von Jesus von Nazareth oder eines der 11 Kinder von Mutter Wolny aus Neuss? Man weiß also nicht, was sich aus den Wolnys noch ergibt. Also wahrscheinlich wäre ich tatsächlich lieber bei Jesus dabei, weil ich glaube, war das Essen besser. Ich weiß es nicht genau. Ich meine, war das nicht so, dass bevor du wirklich jünger geworden bist, da musstest du diese ganze Karriere von Jesus irgendwie mitbegleiten, du musstest in seiner Entourage abhängen, um am Ende mit aufs Gemälde und auf dieses geile Festmahl zu kommen. Ich glaube, es war nicht das gemütlichste Leben. Nee. Aber allein, um auf diesem Gemälde zu landen, würde ich schon machen. So, ja, die 11 Jünger und Philipp Möller, der so von der Seite reinguckt. Hättest du lieber einen Nagel im Fuß oder einen brennenden Busch? Ja, auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall sagen, brennender Busch, weil Nagel im Fuß ist, glaube ich, noch ein bisschen unangenehmer. Bei den Schuhen? Ja, bei den Schuhen. Das sind meine Schuhe. Man denkt, es sind Schuhe, es ist aber in Wirklichkeit Bodypainting. Es sind die angemalten Füße. Brennender Busch ist kein Problem. Ich kenne das noch, brennende Haare aus dem Physik- und Chemieunterricht in der 12. Klasse, wo dann irgendwie ein Mädchen mit einem langen Haar sich über einen Bunsenbrenner gebeugt hat. Das ganz ist schlau. Relativ schnell auszuschlagen, dann machst du so und dann ist fertig. Ich weiß gar nicht, sagt man denn bei Männern auch eigentlich Busch oder ist das der Begriff für die Schambehaarung, die der Frauen vorbehalten ist? Frag den Weinstein. Keine Ahnung. Rasen. Trägt man eigentlich noch Busch oder ist man, ich bin ja wirklich völlig raus aus intimen Haarmode. Zu alt. Zu alt? Ja. Früher mit Mitte 20 wusste ich noch, was man trägt. Ja. Auf gemähter Wiese wird der Zwerg zum Riese, heißt es ja. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, und was sich reimt, muss einfach stimmen. Ja. Das ist auch das. Hat Luther eigentlich auch gereimt? Wir sind ja immer noch im Luther-Fieber hier. Letzte Woche die große Luther-Show im ZDF. Deine Luther. Fang du an. Wärst du lieber der Bruder von Kain oder der Halbbruder von Kim Jong-un? Oh. Bist du bibelfest? Musste eigentlich sein, ne? Als geht so. Hat Kain Abel umgebracht oder Abel Kain? Kain, wer weiß es? Kein Plan. Abel Kain? Was? Kain erschlug Abel. Ach so, dann wäre ich nicht gern der Bruder von... andererseits, der Halbbruder von Kim Jong-un hat es ja auch nicht überlebt. Dem haben sie irgendwie so Gift ins Gesicht gesprüht am Flughafen in Malaysia, glaube ich. Fernsehspaß war es. Ja, und haben es getarnt als Fernsehspaß. Mhm. Deswegen misstraue ich Guido Kanz, weil ich immer denke, da können, können Mordanschlag hinterstecken. Ich wäre auf jeden Fall... ich meine, aber bis zu seinem Tod hat der Halbbruder von Kim Jong-un, glaube ich, ganz gut gelebt. Fett in der Schweiz und so, dann lieber der Halbbruder. Wenn man sterben muss, dann lieber wieder Halbbruder von Kim Jong-un. Ja. Ich weiß nicht, ich habe versucht, dir zuzuhören, aber ich musste mich auf meine Frage konzentrieren. Bin ich aber gespannt. Wärst du lieber der Sohn Gottes oder die Tochter von Woody Allen? Ja, ist ja beides irgendwie inzestuös. I pick Woody Allen. Ich nehme Woody Allen. Weil er einfach tolle Filme gemacht hat. Eben, klar. Einfach auf Spielfilmlänge seine Masturbationsfantasien visualisiert. Absolut, ja, ja. Und vor allem als Tochter bestimmt großartig. Tochter und Frau gleichzeitig. wie beim Gottes Sohn ist doch auch, ist es nicht, wie ist es nochmal? Er ist der Sohn. Unbefleckte Empfängnis. Ja, und die drei Heiligkeit. Drei. Der Heilige Geist. Er ist der Vater, Maria. Der Sohn und der Heilige Geist in einem. Wie das im Saarland. Total. Wie im Saarland. Zustände wie im Saarland. Also, Woody Allen. Gottloses Pack. Entschuldigung. Schlimm. Betest du drei Rosenkränze für mich danach? Ja, ja, ich komme aus Paderborn, also von der Musik. Ich weiß gar nicht, ist eigentlich... Die Diaspora noch, der Heiterkeit. Gibt es noch den Straftatbestand der Gotteslästerung? Weil ich glaube, wir sind jetzt mit einem Bein... Ja? Ja. Wer klagt mich denn dann an? Gott? Du hast ja dafür gesorgt, dass der Majestätsbeleidigungsparagraf abgeschafft wird. Noch nicht ab 1.1. Okay. Noch. Ja. Vorsicht, da müssen wir noch. 10, 9, 8, Hurensohn! Soll ich jetzt wieder? Ja. Pass auf.
Würdest du lieber als sexy Krankenschwester beim Kreuzzug mitlaufen? Ja. Oder als Kreuzritter beim Rosenmontagszug? Es ist schwierig, weil ich habe mich eben schon dafür entschieden, eine Frau zu sein. Wenn ich das jetzt noch mal mache, ich glaube es. Aber Kreuzritter, das kannst du nicht bringen. Nee, nee. Also, sexy Krankenschwester, eindeutig. Alles klar. Ja. Wärst du lieber gläubiger Christ oder gläubiger von Boris Becker? Ja, ist easy. Also gläubiger von Boris Becker, auf jeden Fall die Entscheidung, wo weniger Hoffnung mit dem Spiel ist. Also dann nehme ich doch lieber den Christ. Aber Moment, du bist doch gläubiger Christ. Ich bin nicht gläubiger Christ, nee, ich bin ungetauft. Ich komme aus Norddeutschland. Aber du hast gesagt, du bist Mitglied in der katholischen und evangelischen Kirche. Das habe ich nur gesagt letzten Donnerstag in der Sendung, um dir ein bisschen, um den Menschen, die Menschen da draußen zu beruhigen, dass hier wenigstens einer an irgendwas glaubt und nicht nur hier Atheisten hier auf der Bühne sitzen. Ungläubiges Pack. Da siehst du, was aus Deutschland geworden ist. Und deswegen bin ich ganz froh, dass die AfD jetzt dafür sorgt, dass das christliche Abendland wieder zurückkommt. Mm. Weil die, wenn jemand mit Religion sich auskennt, dann ja, die christliche Vorstellungen von Verhütung, Schwangerschaftsabbruch und so weiter, das haben die alles voll drauf. Keine Partei im Deutschen Bundestag hat mehr Ausländer in der Fraktion oder Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, als die AfD. 10 von 92 sind im Ausland geboren. Wirklich wahr. Rumänien, Tschechoslowakei, alles so, weißt du, in den 90ern als Flüchtlinge hergekommen, in den 2000ern die Flüchtlinge aus anderen Ländern wieder nach Hause schicken. Also auf jeden Fall, ich entscheide mich für gläubiger Christ, weil, wie gesagt, gläubiger von Boris Becker, da ist wirklich jede Hoffnung verloren. Letzte Frage für dich. Ah, okay. Ich habe keine mehr und dann sind wir schon am Ende dieses kleinen Online-Exkurses. Wärst du lieber mit Pilatus beim Pilates oder mit Judas bei Douglas? Ich muss erstmal die Begriffe sortieren, Pilatus. Also einfach so beim Douglas. Ich nehme Pilatus. So ein bisschen, ja, so ein bisschen. Riechen Sie mal. Ja, ja. Ach ja, weiß ich nicht. Nee, aber mit Pilatus so ein paar. Ist das Malve? So ein paar schöne Rückenübungen. Wobei, ob das so schlau ist. Pisa-Training? Ja. Nee, Pilatus ist ja was anderes. Pilatus, nee, ich nehme trotzdem Pilatus, alleine weil das schon so ähnlich miteinander ist. Ist ja echt Pilatus. Pilatus hat nichts mit Spinning zu tun. Spinning ist auf diesem Fahrer mit einem Rad. Pilatus sind so ganz schonende Rückenübungen. Yoga für Leute, die Angst haben, in Gruppen zu furzen. Also einfach so ein bisschen entspannen. Es sind die Kleinen. Meine Damen und Herren, großen Applaus für Philipp Möller. Das war das Entscheidende. Kaufen Sie dieses Buch oder lesen Sie es wenigstens und stellen Sie es dann zurück ins Regal in der Buchhandlung. Genau. Es könnte in 2000 Jahren eine Weltreligion da selbst geschrieben. Ja. Philipp Möller, vielen Dank. Das war Entscheide dich. Dankeschön.